Hallihallo, Hallöle, da bin ich wieder, euer Döskopp, und wir starten in ein neues Projekt rein. Kann man das überhaupt neu nennen? Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Ich habe es auch schon mal gespielt, aber ich habe nachgeschaut, das war 2016. Ja, also ich kann mich wahrscheinlich nicht mehr so wirklich an die Rätsel erinnern. Es ist ein alter Klassiker fast schon, ne? Natürlich nicht in dem Level wie die alten LucasArts-Spiele oder, ja, ich sag mal so Klassiker wie Monkey Island, King's Quest, Day of the Tentacle, aber Deponia hat sich auf seine eigene Art und Weise, denke ich, einen Platz bei den ganz Großen verschafft. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Ja, mit Recht hat es sich einen Platz bei den ganz Großen verschafft. Und ja, wir haben ja schon so viele Point-and-Click-Adventure hier auf dem Kanal durchgehauen. Jetzt sind wir endlich mal bei der Deponia-Reihe angelangt, ja. Ich habe, glaube ich, alle vier Teile. Ich habe Doomsday, den vierten, nie gespielt. Aber ich habe es so bei anderen Leuten mal auf YouTube so hier und da gesehen. Wir fangen natürlich beim ersten Teil an. Ganz gemütlich, ja. Deponia 1. Wir wollen mal noch nicht über Doomsday reden, weil ich weiß nicht, ich fand den vierten Teil scheiße. Aber ich glaube, das war auch Absicht. Die haben absichtlich einen Teil rausgebracht, der so dämlich war, dass die Leute endlich sagen, hört auf, nach einer Fortsetzung zu fragen. Weil Deponia 3 war eigentlich das Ende. Aber die Leute kriegen ja den Hals nicht genug. Den Hals nicht genug. Den Hals nicht voll genug. Und wollten unbedingt den vierten Teil haben. Wir fangen mal ganz gemütlich beim ersten an, ne? Weiterspielen kann ich nicht. Ich habe keinen Spielstand. Laden, speichern. Hat der noch meinen von 2016? Nein. Einstellungen, gucken wir mal rein. Ich habe die Sprachlautstärke auf volle Kanne hochgedreht. Musik und Soundeffekte ein bisschen runtergedreht. Und ansonsten, der Rest ist irrelevant bei euch. Das ist bloß für mich relevant, was mein Gameplay, meine Aufnahme so angeht. Kann ich, wenn ich die Auflösung ändere, wird dann das Bild bei euch besser, weil ich sehe, da ist ein Rand. Tatsache. Ja, dann spiele ich halt so. Ist für mich ein bisschen vom Nachteil. Aber machen wir das so. So, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier! Inventarmodus, oh. Was ist das? Inventar per Mausrad empfohlen. Inventar per Klick, klassisch. Also ich bin schon so ein klassisches Tier, muss ich sagen. Ich probiere mal per Mausrad aus. Man soll ja ab und zu mal neue Sachen ausprobieren, ne? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer Nein! dachte das? Ein Ich brauche kein Tutorial! Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Nö. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Nein, ich mach alles, wie ich das mag. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Unauffällige Aussparung. Oh Gott, nein. Knopf. Hier oben, Rufus. Hier oben. Ja, doch. Knopf. Hier oben, Rufus. Ja, doch. Na gut, dann machen wir das Scheiß-Tutorial. Wollt's ohne Tutorial machen? Oh? Hier oben, Rufus. Ja, doch. Na gut. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer.
Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das ist gut, doch nun wirklich, weil du stehst gerade voll drinne. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Also, ich bin da froh, dass die gerade nicht so gut funktioniert, weil unsere Ausgangsposition etwas ungünstig ist. Wenn die jetzt funktionieren würde, dann gäbe es keinen Rufus mehr. Wie man jemanden anspricht. Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem... Zungensymbol? Dem Augensymbol. Zungensymbol. Ich will nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Nein, leck es ab. Leck es ab. Rechtsklick. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Benzel. Ablecken sollst du es. Ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Was? Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Ich dachte, das Zungensymbol. Links und du hebst sie auf. Das Zungensymbol. Wenn du meinst... Ablecken. Eine hydrale Klemmzweige, die sich nicht mitnehmen lässt. Wie schön, dass du mir zuhörst. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit Klicke da... Hast du gut? Lecke hat er gesagt. Okay, lecke sie ab. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Ich steck dir auch gleich was, du. Aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Mit dem Mausrad? Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Nee. Ich klicke hier drauf und dann lecke ich es ab, richtig? Ablecken! Oh, es funktioniert alles nicht. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Nein. Alter. Sieh her, Wenzel. Das ist fast vollbracht. Das ist Magie. Hexerei. Das ist Hexerei. Nee. Auf den Scheiterhaufen. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Leute, ich möchte auf ein Thema hinweisen, was ich bereits vorhin schon einmal kurz angesprochen habe. Schrottpresse. Rufus. Knopf. Na dann. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Oh. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft.
Spar das Gezeter, gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Er muss dann mal weg. Okay. Ich hab schon zu lange kein The Delic-Spiel mehr gespielt. Vor allem keins mehr, wo Boki richtig aktiv mit beteiligt war. Mit seinen Liedern und so. Oh. Oh, herrlich. Ich liebe die Lieder von dem. Ich freue mich. Ich freue mich! Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Lass mich raten, das Bild hier an der Seite mit der Rakete? Ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ist das hier? Ist der alte Fluchtplan. Der alte. Wir würden ja niemals sowas Dummes machen, wie uns mit einer Rakete irgendwie irgendwo hinschießen zu lassen. Nein. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ach, meine alten Flucht. Einige davon. Koffer. Ich packe meinen Koffer. Es ist wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Und nehme mit einen Schuh. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Schuh und mein Kissen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Schuh, mein Kissen und das Schweißgerät. Okay. Es wird wirklich Zeit, dass... Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Also er hat eine Liste mit 4 Gegenständen, die er braucht. Er nimmt diese Liste und sagt, ah ja, ich habe fast schon alles. Es fehlen nur alle 4 Sachen, die draufstehen. Ja, er hat auf jeden Fall, hat er sie noch alle. Mhm. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Ein Seitenschneider kann man immer gebrauchen. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Ach, das erklärt, eine. Warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Oh Gott, ist der Witz schlecht. Oh Gott, Rufus macht Dad-Jokes. Nein, ein Dad-Joke. Wie ist die da bloß hingekommen? Ich hoffe, die Socken, die wir sammeln, sind von verschiedenen Paaren. Macht doch keinen Spaß, wenn sie gleichfarbig sind, ne? Januar. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Da stimme ich dir zu. Also wahrscheinlich ist das Fernrohr auf RTL kalibriert. Ah, Vera entwehen. Ah ja, ja. Frauentausch. Läuft doch immer nur Müll im oh Fernsehen. Ja. Krass. Was gibt's als nächstes? Wie war das? Schwiegersohn gesucht? Ja, auf jeden Fall. Hallo? Ich bin der Robin. Ich mag Züge und Schildkröten. Hm.
Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Kennt ihr den Robin nicht? Hallo? Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das? Das von der Vera in Wien halt. War das? Ich hab vergessen, wie die Sendung genau hieß. Aber da gab's ja mal vom Jan Böhmermann. Oh ja! Ja, da gab's doch von Jan Böhmermann diesen Vera geht, wo die das mal gezeigt haben, was das für eine Verarsche ist halt. Wie diese Schwiegertochter gesucht? Ich glaube, Schwiegertochter gesucht, irgendwie sowas. Wie die halt mal gezeigt haben, wie die Leute dort ausgenommen werden und verarscht werden. Vera geht. Einfach mal auf YouTube nachgucken. Vera geht, Böhmermann, ZDF Royal, irgendwie sowas, da werdet ihr das schon finden. Nee, Neo Magazin Royal, irgendwie sowas. Achso, du verarschst mich gerade. Das könnte nützlich werden. Du meinst also, ich klinge genauso wie der Robin. Mhm, na das danke. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Kann man hier eigentlich die Leertaste benutzen? Man kann! Hotspots! Ein Hoch auf die Hotspots! Wir versuchen mal, möglichst ohne Hotspots zu arbeiten, also ohne die jetzt alle immer anzeigen zu lassen. Aber ab und zu mal wird man die schon mal benutzen. Also die Toni ist ja ziemlich, ne? Was? Postmenstruale Memo? Oh mein Gott. Postmenstruale Memo? Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Aber, ein guter Witz von myself. Überall Schrauben als Hotspots. Wahrscheinlich die Schrauben, die Rufus locker hat. Oh, Toilette. Klein, aber fein. Ein schönes Dixie-Klo. Oder Plumps-Klo. Gibt es hier irgendwas drinne? Nö. Also hier sieht man, wie heißt denn das? Das heißt nicht Elysium, oder? Wie heißt denn das wie heißt denn diese Stadt? Die hieß nicht Elysium, oder? Elysium ist, glaube ich, aus einer anderen Filmreihe oder sowas. Wie heißt denn die Stadt, um die es hier geht? Komm jetzt nicht drauf. Doch, Elysium? Ah, dann heißt die wahrscheinlich in mehreren Sachen so. Weil es halt so eine mythische Stadt ist aus vielen Geschichten. Ne? Ein Utopia. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Boah, was für eine Plörre. Lecker. Was für eine Plörre. Käse-Sahnesuppe. Oh, ist das ein Luxus, ja? Der Typ hat eine Käse-Sahnesuppe-Leitung in seiner Wohnung. Der kann, wann immer er möchte, einfach rangehen und sagen, oh, ich hätte gerne etwas Käse-Sahnesuppe mit extra viel Zwiebel heute. Was für eine Plörre. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. What the fuck? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Was? Oh, da haben wir den schon, den Seitenschneider. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät.
Habt ihr die Zahnbürste gesehen? Ah ja. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen ist abgebrannt. Sie verspottet mich. Na, warte. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Wie kann man eine Zahnbürste einfangen? Natürlich mit einer Socke. Nein? Ob ich hier die zweite Socke finde? Ob ich hier die... Versuch was wert. Eine Socke habe ich schon mal, aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ach, Elysium. Nein, Rufus würde doch niemals wie ein Idiot rumlaufen. Nein, ach, unser Rufus doch nicht. Nein. Das könnte nützlich werden. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Kann ich nicht lesen. Mach's doch nicht. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Ein schrapnellbetriebener Düsenantrieb? Das heißt, das Ding schießt hinten raus spitze, scharfkantige Metallstücke? Schrapnelle? Was kann da bloß schief gehen? Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Kann aber nie wahr sein. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Ich weiß nicht, ich finde Toni eigentlich ziemlich cool. Also, die ist smart, sieht gut aus und war eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, Rufus ist eher das Problem. Also, falls ich mich richtig erinnern kann. Also, ich habe sie zumindest nicht als so extreme Nervensäge wie die Laura im Kopf. Da! Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ui, sorry. Alter, was war das denn jetzt? Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja, geh rein. Mist. Hinter Tonis Hütte? Ne, wir gehen noch nicht raus. Wir können runtergehen. Vollgekrümeltes Sofa. Ist da noch eine Notiz? Also hallo? Langsam reicht's mit den Notizen. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja, hat noch was zu essen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Oh. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Wie ohne Behälter? Warte mal. Altöldose? Kann man die auskippen? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Aber Wasabi-Erdnüsse esse ich gerne. Kalt. Wasabi! Oh Gott. Öl.
Öl ins Feuer zu gießen, gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Oh. Na dann, Plan B. Mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ist doch bestimmt einfach nur ein Knopf und dann geht's wirklich von alleine. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Hahaha, Arschloch. Oh, die Plörre schon wieder. Nein, habe ich jetzt einen Topf voll Plörre? Ja, ja. Wasser. Topf mit Wasser. Ich habe dort kein Wasser gesehen. Das war irgendwas anderes. Das war Käse-Sahnesuppe. Eieieiei. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Ein Ort-zu-Ort-Transporter? Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Damit kriege ich die nie auf. Schade. Das ergäbe sicher... Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Nochmal. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Okay. Ist doch was für... Keine Chance. Ich komme... Okay. Tickige Memo. Die werden immer schlimmer. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ah, natürlich. Wo denn sonst, oder? Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? aber ich bin ja ein Winterkind, ne? Und Sommer kann ich eigentlich gar nicht ab, wenn ich da schwitzen muss wie so ein Schwein, ne? Und habe ich natürlich immer für einen Notfall eine kalte Socke im Kühlschrank, ne? Direkt neben der kalten Milch. Und wenn es einem zu warm wird, ne? Dann trinkt man ein Glas kalte Milch und zieht sich eine kalte Socke an. Ach Mensch, du Rufus, ey. Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Was? Ich hab 3 Socken? Nein, ich hab 3 Socken? Okay. Mehr ist wohl nicht. Reicht ja auch. Also, wir können jetzt vor Tonis Hütte oder hinter Tonis Hütte. Ist hier noch was? Diese Zahnbürste. Die macht sich über mich lustig. Boah, was für eine Plörre. Diese Zahnbürste. Na gut. Was war das gerade? Achso, vollgekrümeltes Sofa. Ofen, Herdplatte. Gut, wir gehen mal hinten raus. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ach so? Kann das Haus noch gar nicht verlassen? Nein. Ah, okay. Ja, was fehlt denn uns überhaupt noch? Es fehlt nur noch ein paar Socken. Wir haben doch Socken. Es fehlt nur noch etwas. Es fehlt nur... Wir haben doch einen Seitenschneider. Ah, wir müssen wahrscheinlich in den Koffer reinpacken. Okay, Moment. Also, ich packe meine 7 Sachen. Oder ich gehe auf eine Reise und packe einen Koffer. Ich nehme mit.
Einen Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer. Check. So. Ich gehe auf eine Reise und packe meinen Koffer. Ich nehme mit. Eine Socke. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen. Ich habe schon verloren. Ich hätte sagen müssen, Seitenschneider und dann Socke, ne? Verdammt. Eventuell, wenn ich die alle miteinander... Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist... schade nur, dass der Topf... Ich glaube, wenn ich alle miteinander wasche, dann haben die am Ende die gleiche Farbe. Das könnte funktionieren. Altöldose. Ich muss das Altöl irgendwo entsorgen. Nein, das bin der. Vielleicht am Wasserhahn, was man ja eigentlich nicht macht. Schmeißt euer Altöl nicht in den Wasserhahn. Ja, das ist nicht gut. Das müsst ihr ordentlich entsorgen. Aber wir reden ja hier von Rufus. Und weg damit. Wir reden ja hier von Rufus. So, hier oben war nichts mehr. Dann gehen wir mal unten das Studentenfutter sammeln. Einmal bitte Studentenfutter. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Perfekt. Wo war denn jetzt die Waschmaschine? Hier unten das Ding? Ist Waschmaschine und Kühlschrank ein Gerät bei denen? Krass, ne? Ja, also ich würde jetzt das Wasser auf die Herdplatte stellen. Müssen wir das heiß machen und dann könnten wir die Socken alle miteinander waschen. Und am Ende haben die dann wahrscheinlich alle die gleiche Farbe. Ja, besonders nicht in den Hahn kippen, ne? Also wirklich Öl müsst ihr ordentlich entsorgen. Nie einfach in einen Ausguss oder einen Hahn oder sonst wo auf die Straße kippen, ne? Das ist nicht okay. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist... Aber da fehlt noch was. Ach so, ja, Waschdingens. Na, geht doch. Ich bin zwar kein Experte... Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube... So, jetzt brauchen wir Feuer. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Um den Ofen anzuzünden... Ich kann doch mit dem Schweißgerät einfach den Topf heiß machen. Ach so! Haha! Die netten Notizen. Und rein damit. Ach, der Rufus. Sehr schön. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Echt, ey. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Nein. Kann man das irgendwie ausmachen oder geht das von selbst aus? Ich frage, ob das jetzt von selbst ausgeht. Mit der Zeit. Oder ob ich das vielleicht mit der Zange oder sowas rausholen muss. Ich weiß es nicht. Ich packe erstmal den Proviant weg. Proviant, check eine für sofort und eine für unterwegs. Achso, zwei Wasabi-Nüsse gefunden. Wow. Wow, was für ein Proviant. Die
Zahnbürste fehlt noch. Und die Socken. Ist die Frage. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat. Bevor er mich im Stich will, sie. Ich will keine weitere. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Ach, eine hat er gleich rausgenommen, ja? Was soll ich mit der einen Wasabi-Nuss machen? Ich mag meine Wasabi roh. Ist so ein Tick von mir. Eventuell um... um... den hier anzulocken. Die Zahnbürste. Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Ich brauche also eine Falle. Den Schlüssel muss wohl Toni. Ob wir da einfach mit dem Seitenschneider dran gehen können oder mit dem Handschweißgerät? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Die Frage, können wir den Seitenschneider wieder rausholen oder ist der jetzt weg? Nein, ich habe noch nicht zu Ende Es fehlt nur noch ein Plizan Seitenschneider, Proviant und das war. Den Seitenschneider kann ich nicht mehr rausholen. Das wird den Ausblick. Ich habe aufgegeben, die Kiste. Ich will sowieso gar nicht wissen. Ach so, er kann sie gar nicht aufmachen. Er weiß gar nicht, wie. Ach, einige davon waren. Das ist die große Frage. Was habe ich denn hier noch an anderen Werkzeugen? Ich benutze jetzt mal die Hotspot-Anzeige. Die Kammer noch irgendwie aufbekommen, ne? Warte mal, hier sind zwei Anzeigen. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist eine Gabel, die kann man noch mitnehmen. Ab und zu mal ist die Hotspot-Anzeige schon gut, ne? Also... Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Okay. Also, man hat jetzt ein grünes Sockenpaar und eine der drei Socken hat sich einfach aufgelöst. Lecker, lecker, lecker. Ist aber auch die Gabel weg. Ich dachte, man könnte die Gabel noch als anderes Werkzeug irgendwie benutzen. Ja. Boah, was für eine Plörre. Mehr ist wohl nicht, reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht zu, reicht ja auch. Autsch! Das ist ja... Also uns fehlt noch irgendwie eine Falle für... die Zahnbürste mit der Wasabi-Nuss. Fehlt uns irgendwie noch eine Falle. Socken? Check. Du musst los. Na dann. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Wasser.
Danke, dass ich Wasser trinken darf. Ja, ich würde das Fernrohr gerne irgendwie kaputt machen. Und dann vielleicht irgendwas daraus als Teil für irgendwas anderes benutzen. Weiß ich, eine Linse oder so. Das wird den Auto. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Ich sollte mich beim Packen lieber an die Liste halten. Die Truhe. Auf der Truhe ist das Wassersymbol. Oder ist ein Wassersymbol. Ob ich da vielleicht einfach Wasser drauf kippen soll? Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Ich sollte sparen. Die Reise. Hier ist tatsächlich noch was. Siehst du? Das ist so ein Ding. Die Hotspot-Anzeige hat mir wieder geholfen. Der stand so davor, ich habe den Pömpel gar nicht gesehen. Das könnte nützlich werden. Pömpel. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade so viel hab. Das ergäbe es. Ist doch was. Ein Pömpel. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Ich pömpel dich auch gleich, du. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Ja, ich pömple so gerne. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Was? Was soll denn das bedeuten? Bin mir nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Ob man den Pömpel als Saugnapf quasi dran setzen und dann die Tür öffnen könnte? Eventuell? Ja. Sehr schön. Mauseloch. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Das heißt nur, dass deine Wohnung ziemlich scheiße ist. Ja. Ah! Ah! Na also. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Ja. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh Gott, die arme Zahnbürste. Eieieiei, na gut, wir haben gepackt. Ich packe meine 7 Sachen und ich nehme mit einen Bolzenschneider, eine Wasabi-Nuss, 2 grüne Socken und eine grüne oder blaue Zahnbürste. Wer weiß, was da drauf lebt. Zahnbürste? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ob das jetzt relevant ist? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Okay. Das einzige Sinnvolle hier ist der Seitenschneider und er schmeißt ihn weg. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Wollen wir wetten, der Seitenschneider war sehr, sehr wichtig? Hey, Rufus,
spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. In Todis Haus zurück? Kann ich jetzt auch vorne rausgehen? Der Pömpel. Oh, ich kann auch vorne raus. Cool. Die Frage, brauche ich das überhaupt schon? Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Ah, Chili sind geil, also. Nix dagegen. Ess ich gern. Autsch, heiß. Was? Hallo. Wir sind Zeugen Jehovas und möchten mit Ihnen über Gott und die Welt sprechen. Hallo, sind Sie da? Hallo, Herr Rufus? Irgendjemand zu Hause? Guten Tag, brauchen Sie eine Versicherung? Ist anscheinend keiner zu Hause. Ich weiß gar nicht warum. Wenzel, komm, wir reden mal mit Wenzel. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Hey, Wenzel. Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Das sind ja diese Wunschvorstellungen, ne? Diese Fantasien. Och, Elysium ist ein Utopia. Niemand muss arbeiten. Jeder ist reich. Alle haben den Überschuss an Essen und Kleidung. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Also ich weiß ja nicht, wenn du faul und unzuverlässig bist, dann kriegst du das relativ oft zu hören, ja? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa nicht daran gedacht, ein Staufach einzubauen? Klar habe ich daran gedacht, aber... Wo ist dann das Problem? Ich sagte doch, es gibt kein Problem. Der Plan ist perfekt. Und wer bin ich dir zu widersprechen? Ein Nichts. Noch was? Ein Nichts. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist,
zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh. Wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphäre. Ach, die azurne Bläue der oberen Sphäre. Zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Eieieiei. Also ich hab, ich kann mir schon vorstellen, was passiert und endet, glaube ich, nicht gut. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ja. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ach, nee. Ich frage mich, wie das hier überhaupt klappen soll. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Also, guckt euch mal diese Konstruktion an, ja? Also, logisch ist, wir sind dann in der Kapsel drinne. Das hier ist wohl irgendwie so eine Art Magnet. Der wird in Richtung Zug. Ich denke, hier oben wird ein Zug oder ein Kreuzer, irgendwas haben die gesagt, langfahren. Der wird in diese Richtung katapultiert durch das Feuerwerk, wie auch immer. Und soll dabei dann diese Kette mitziehen, wo wir drinne sind, ne? Aber diese Kette geht ja hier mitten durch. Würde das dann nicht heißen, dass unsere Kapsel hier volle Kanne gegen dieses Gerüst hier donnert und das dann rausreißt? Oder eben nicht rausreißt, je nachdem, wie stark es verankert ist? Also dieses Konstrukt ist doch mit dem Boden verankert oder zumindest schwer. Das ist ich. Das hier fliegt los, zieht dahin und die Kette wird dann hier durch dieses Fenster hier durchgezogen. Hier ist doch die Kette. Ist das nicht irgendwie blöd? Ist das nicht irgendwie blöd? Oder sehe ich das falsch? Merkwürdig. Schraubenschlüssel. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Das wird ein spektakulärer Abgang. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. So, und wohin jetzt damit? Da ist kein Platz. Wie, da ist kein Platz? Du Scheiße oder was? Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet, bestimmt seit Montag. Aszendator? Der Aufsteiger? Kannst du auch Fahrstuhl nennen oder keine Ahnung. Kapsel, die durch die Luft geworfen wird. Aszendator, Aufsteiger. Ascent. Hoch, Ascent. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Batterie. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. So, und nun? Na, geht doch. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Na, auf der Batterie?
Kein Problem, wir setzen uns einfach auf die Batterie. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Und wie hält sie dann? Fehlt mir eventuell noch ein Gegenstand? Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Das wird ein spektakulärer Abend. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal kann gar nichts schief gehen. Meinst du? Der Aszendator. Ich habe sehr lange, bestimmt seit Montag. Wahrscheinlich ist heute Dienstag. Ich habe sehr lange dran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Rufus, heute ist Dienstag. Wir brauchen noch irgendwie etwas, um die Batterie zu befestigen. Hallo, ist jemand zu Hause? Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Ein Briefkasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Der Kasten, ja. Du sollst auch nicht den Kasten mitnehmen. Du sollst reingucken. Kein Problem. Alter Schwede. Mist. Alter Schwede. Ich benutze den Kasten als Batteriefach. Das macht Sinn. Versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Hallo, Hanek. Hi. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Sag mal, eine tiefe Stimme. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach. Bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Also, Hanek arbeitet auch nicht. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schief gehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen? Die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Kein Ding. Das kriegen wir alles hin. Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Das klappt doch vorne und hinten nicht. Das schief gehen könnte. Das klappt doch vorne und hinten nicht. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie?
Und wo soll ich sitzen? Auf der Batterie. Du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Dann tat's weh. Ich habe den Sitz ausgebaut. Und wo soll ich... Tja, du bräuchst... Ein Sitz? Sowas gibt... Und ob? Und er war auch... Ich krieg das... Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürfte. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Oh, will ich den Sitz hier gar nicht... Vielleicht habe ich meinen... Dachte vielleicht hier zumindest noch die Polsterung abbauen und dann oben draufsetzen oder so. Aber gut. Wer nicht will, der hat schon, ja. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Die Harpune kalibrieren. Oh, was? So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Okay. Das Ding muss hierhin zeigen. Und es sind aber welche Richtungen blockiert, ja? Geht nicht. Ach so, okay. Springt immer 2 und dann 1, ne? Also wenn ich das jetzt... Wenn ich das hier oben hinsetzen möchte, muss ich als letzten Schritt hoch rechts machen. Und hoch rechts muss ich hier landen. Ich muss hier landen, dann kann ich per hoch rechts da landen, ne? Um hier zu landen, wenn ich jetzt so gehe, lande ich hier, dann so, ja, okay. Also ich gehe jetzt einmal nach rechts runter. Jetzt gehe ich einmal hoch rechts und jetzt gehe ich 2-mal rechts runter, lande ich hier und jetzt einmal hoch rechts. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden. Boom, tschakalaka. Bam. So schwer war's nicht. Das sollte so schwer es gewesen nicht. Sein. Halte Toni, dich bereit, du alte Zuckerschnude. Hallo, wie geht's, wie steht's? Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich?
Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich. Das Ding nennst du Haus? Jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? herrlich. Wie er das so hochspielt und der ist das sowas von scheißegal. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ein kleiner Trost. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So. Lunte. Ready? Steady? Go! Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Lauf, Forrest! Lauf! Da kommt er, der Organon-Kreuzer. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla... Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Schrauben? Grüßen. Moment mal. Welche Schrauben? Schrauben? Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Er ist auf dem Kreuzer. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja, Leute, ich glaube, hier machen wir die erste Pause. Er hat's geschafft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich echt an gar keine Rätsel mehr wirklich erinnern. 2016, das war vor 6 Jahren. Wow, krass, ist lange her. Ja, da habe ich das letzte Mal gespielt. dadurch sind die Rätsel quasi wie neu. Das ist cool, macht Spaß. Deponia allgemein ist ein Hammer-Spiel. Alle drei, der vierte ist scheiße. Wir werden riesen Spaß damit haben, einen riesen Spaß. Vor allem die Lieder von Poki, die finde ich immer wieder geil, immer wieder Hammer. Ja, aber ich mache jetzt hier eine Pause für heute Abend, also ich mache Feierabend. Morgen geht's weiter, da machen wir dann mehrere Folgen, denke ich mal. Ich hoffe, euch macht Spaß. Ich hoffe, wir werden einen Haufen Spaß zusammen haben. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bedanke mich, dass ihr reingeguckt habt. Und man sieht sich, Leute, ne? Bis dann. Hammer.
So,